Freunde, bunte Stifte brauchen wir heute. Ich schreibe jetzt hier ein paar Begriffe hin, die sind für viele im Moment oder für ganz viele schwer zu erfassen. Was steckt eigentlich dahinter? Es ist mein großes Thema seit 2014. Ich mache Ernährungsberatung, ich mache Trainingsberatung, ich bin Life-Coach, Resilienztrainer, Motivationstrainer und Burnout-Resilienzpräventionstrainer. Und in der Ausbildung zum LKVT. Da ist zu meiner Basisarbeit einiges dazugekommen. Und viele sind da noch etwas irritiert, was dahinter alles steckt. Denn ihr kennt die drei Bausteine. Baustein 1 Ernährung, Baustein 2 Bewegung, Baustein 3 Achtsamkeit, innere Ruhe, Ausgeglichenheit. Dafür sorgen, dass der Gehirnstoffwechsel nicht überladen ist mit Stresshormonen. Okay? Und darum geht es heute. Und deswegen haben wir ein paar Begriffe. Und den ersten, was ich hinschreibe, ist die sogenannte Herzvariabilität. Herzvariabilität, Nummer 1, okay? Nummer 2 ist Parasympathikus plus Sympathikus. Und drunter schreibe ich hier Gaspedal und hier schreibe ich Bremspedal. So, soll man zum Vermerken. Jetzt kommt die Nummer 3, Unitask. Unitask anstatt Multitask. So, jetzt haben wir drei Dinge, die immer wieder in meinem Sprachgebrauch vorkommen. Herzvariabilität, Parasympathikus, Sympathikus, also das Parasympathikus Bremspedal, Sympathikus Gaspedal, Unitask anstatt Multitask. Und bei dem Gesamten geht es um unser Hirn, um unser Gehirn, ja, das hier, 1280 bis 1340 Kammschwer zwischen unseren Ohren und dieses Teil ist natürlich dafür zuständig, dass wir Glück haben, glücklich sind, erfolgreich sind, zufrieden sind, ausgeglichen sind, gestresst sind, krank sind. Das sind alles die Dinge, die hier drinstecken in unserem Hirn. Und mit unserem Hirn, beziehungsweise die Dinge hier, haben auch tatsächlich wieder was mit unserem Gehirn zu tun. Denn in unserem Gehirn ist ja so, dass hier Gedanken entstehen. Und dass durch Gedanken natürlich auch Überdrüsen Hormone gebildet werden. Und diese Hormone wiederum beeinflussen unser Gehirn. Und darum geht's mir. Darum geht es in vielen meiner Postings, in vielen meiner Videos in der letzten Zeit. Warum? Schreibt noch einen Begriff dazu, wo dir mit dazu beiträgt, ist einmal das Thema Stress. Zweitens das Thema digitale Reizüberflutung. Was haben wir noch? Ja, kommt auch noch dazu. Schlechter Schlaf. Oh, natürlich, hier kommt auch dazu. Wenig Bewegung. Und ganz wichtig, natürlich, wisst ihr schon, schlechte Ernährung. So, das ist so ein komplettes Paket, bei dem es bei mir immer wieder in meinen Postings geht. In meinen Videos, zum Teil seht ihr da Diagramme, die ich poste, von ja, Meditationseinheiten, die ich mache. Und jetzt möchte ich hier natürlich Licht ins Dunkle bringen. Wir fangen an mit der sogenannten Herzvariabilität. Was ist denn eigentlich eine Herzvariabilität? Beziehungsweise, okay, schalten Gang zurück, wir fangen noch einfach an. Also, unser Gehirn, ja? Unser Gehirn ist, so wie ich es am Anfang jetzt schon erwähnt habe, dafür zuständig, wo wir sind, wo wir landen, wer wir sind, was wir tun, welchen Erfolg wir haben, wie glücklich wir sind, wie zufrieden, wie ausgeglichen,
Ja, steht und fällt alles mit unserem Gehirn. Wenn unser Gehirn zum Beispiel zu wenig Bewegung hat, also nicht unser Gehirn, sondern unser Körper zu wenig Bewegung hat, leidet auch unser Gehirn drunter. Die digitale Reizüberflutung schädigt unserem Gehirn. Ein schlechter Schlaf sorgt dafür, dass unser Gehirn nicht ausgeruht ist, sorgt dafür, dass unser Gehirn sich nachts von unnötigen Gedanken nicht reinigen kann. Zu viel Stress, zu viel Stresshormone, Adrenalin, Noradrenalin und natürlich auch Cortisol bringt unser Gehirn durcheinander, schädigt unserem Gehirn. Schlechte Ernährung, zu wenig Vitamin B6, B3, zu wenig Magnesium, zu wenig gesunde Energielieferanten, zu wenig Omega-3. Macht sich bemerkbar, zu wenig Protein macht sich bemerkbar in unserer Gehirnfunktion. So. All diese Dinge haben Einfluss auf unsere Gehirnfunktion. Und zwar schlechter Schlaf, digitale Reizüberflutung, zu wenig Bewegung, zu viel Stress, schlechte Ernährung schadet unserem Gehirn und reduziert die Leistungsfähigkeit unseres Gehirns. Viele Menschen sind dabei gerade an dieser Lebensoptimierung. Lebensoptimierung, schneller arbeiten, weniger schlafen, mehr Erfolg. Ist ja auch löblich, denn unsere Wirtschaft muss ja auch funktionieren. Nur, wenn unser Gehirn ständig leistungsfähig sein soll und bleiben soll und wir maximalen Erfolg generieren wollen, macht es Sinn, sich wenig zu bewegen? Macht es Sinn, digitale Reizüberflutung? Macht es Sinn, schlechter Schlaf? Macht es Sinn, zu viel Stress? Macht es Sinn, schlechte Ernährung? Nein. Also all diese Dinge sind zu berücksichtigen, damit dieses Teil funktioniert, damit dieses Teil leistungsfähig bleibt. Es geht immer nur oftmals über die Optimierung der körperlichen Leistungsfähigkeit. Mehr Power, mehr Muscle Power, schneller rennen können, schneller Fahrrad fahren können, die Treppen hochlaufen zu können, ohne erschöpft zu sein. Eine gesunde Ernährung für den Körper, damit er gut aussieht, damit wir ein tolles Gewicht haben, damit wir uns vorm Spiegel wohlfühlen, damit die Waage freundlich zu uns ist. Ist okay, aber wir vergessen immer, dass für all das, damit das auch funktioniert, dass wir da ein System haben, das letztendlich für diesen ganzen Erfolg, für das ganze Funktionieren von all diesen Dingen zuständig. Das ist unser Gehirn. Das ist nicht unser Körper. Denn unser Gehirn produziert Gedanken. Unser Gehirn sagt dem Körper, was er tun soll. Das Hirn geht vor, der Körper folgt. Also haben wir hier in diesem Bereich eine große Aufmerksamkeit, Achtsamkeit, was wir unserem Hirn schenken sollten. Wir benutzen unser Hirn für selbstverständlich. Das Ding ist halt da, also benutzen wir es halt mal. Das kann den ganzen Tag maximale Gedanken generieren. Da, feuerfrei. Gib nur, komm, noch mehr. Nachts auch noch, im Schlaf auch noch, ständiges Grübeln. Ja, und das Ding tut irgendwann mal weh. Und wenn es richtig weh tut, das Ding, dann funktioniert es nicht mehr. Das heißt, mir geht die Konzentration verloren. Mir geht der Fokus verloren. Mir geht die Motivation verloren. Mir geht die Achtsamkeit verloren. Mir geht der Fokus verloren. Ich verliere Kunden. Ich verliere Umsatz. Ich verliere Glück. Ich verliere Spaß am Leben. Ich habe keine Lust mehr. Und das alles nur, nicht weil der Körper nicht will. Das hat mit dem Körper nichts zu tun. Es hat alles was mit unserem Gehirn zu tun und letztendlich natürlich auch biochemisch runtergerechnet mit Hormonen. Und dabei geht es mir in diesen ganzen Postings, dass wir drei Fundamente haben für ein tolles, schönes, langes, gesundes Leben. Ernährung, Bewegung und hier die Achtsamkeit, das Gehirntraining. Ernährung, Training sind ganz viele schon mit am Start. Viele meiner Coaches sind genau darauf fokussiert, weil sie wissen, ja, schön aussehen, gut aussehen, leistungsfähig, körperlich leistungsfähig zu sein, gutes, optimales Gewicht, gute Körpersprache, schönes Charisma über den Körper ist wichtig. Aber es nützt nichts, wenn wir diese Baustelle übersehen. Denn das ist das, was im Moment, so ja, im 21. Jahrhundert, in den letzten 10, 15, 20 Jahren, ganz schön unter Stress steht. Die psychischen Erkrankungen, Burnout, Depressionen steigen immer weiter an, nehmen prozentual zu, immer mehr Menschen sind auf Psychopharmaka angewiesen,
Immer mehr Menschen finden keinen gesunden Schlaf mehr und suchen sich über Tabletten den Schlaf. Immer mehr Menschen sind nicht mehr glücklich, sind völlig überlastet, geistig überlastet. Diese ganzen Angebote zum Thema Entspannung, zum Thema Work-Life-Balance sind immer größer, immer undurchsichtiger und immer komplizierter. Und letztendlich ist es definitiv nicht schwer. Denn hier dieser Stress, schlechte Ernährung, schlechter Schlaf, digitale Reizüberflutung, wenig bewegen, können wir ja alles ändern, indem wir gezielt trainieren. Kraftausdauersport machen, draußen laufen gehen, im natürlichsten Habitat laufen gehen, digitale Reizüberflutung eindämmen, indem wir ganz klare Zeiten haben für unseren Rechner, ganz klare Zeiten haben fürs Handy. Schlechter Schlaf können wir vorbereiten, indem wir ein Schlafritual aufbauen, indem wir dafür sorgen, dass wir die letzten 15 bis 30 Minuten unserem Körper die Ruhe gönnen, sich auf Schlaf vorzubereiten. Stress lässt sich eindämmen, indem man erstmal überprüft, was löst den Stress überhaupt aus? Warum ist der Stress überhaupt da? Ist der Stress wichtig? Mache ich mir den Stress selber? In der Regel machen wir uns den Stress selber. Auch damit kann man arbeiten. Und genauso natürlich logischerweise mit der schlechten Ernährung. Ganz klar, wir haben überall Baustellen, die sich anpassen lassen. Natürlich brauchen wir dafür auch wieder eine sogenannte Struktur. Zeitmanagement für die Bewegung. Auch hier ein Zeitmanagement, auch hier ein Zeitmanagement, auch hier ein Zeitmanagement und hier ein Zeitmanagement. Das heißt, alles das hier sind keine Geheimnisse. Wir müssen da auch keine Wissenschaftler fragen, um zu wissen, sondern das wissen wir, so intelligent sind wir Menschen. Und somit können wir Einfluss drauf nehmen, wie es unserem Gehirn geht. So, und da sind immer wieder, jetzt kommen wir nämlich zu oben, zu diesen Ausdrücken, was ich da oft benutze, und dem möchte ich euch jetzt erklären, dass einfach mal Licht ins Dunkle kommt. Was ist eine Herzvariabilität? Schaut mal. Also unser Herz schlägt bum, bum, und von einem Schlag zum anderen Schlag vergeht eine gewisse Zeit. Kann man berechnen in Millisekunden. So, und wenn zum Beispiel dieser Millisekundenbereich völlig durcheinander ist, also gewöhnlich krass durcheinander ist, dass einmal 0,7 Sekunden dauert, einmal 0,3, dann wieder 1,2, dann haben wir eine Herzvariabilität, die sieht so aus, okay? So, sieht nicht gut aus, ne? Stellt euch vor, Plexiglaskiste, Ping-Pong-Bälle, die schütteln 5 Ping-Pong-Bälle, die flitzen da drin um, ist Unruhe da. Ungünstige Herzvariabilität. Dann haben wir eine Herzvariabilität, die schöne Schwingung hat, manchmal ein bisschen weniger, manchmal ein bisschen mehr, schön gleichmäßig. Super, fühlt sich angenehm an. Das ist die Plexiglaskiste mit einem Ping-Pong-Ball, wo schön geshakt wird, der Ping-Pong-Ball, bing, 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 bing. So, und das ist die sogenannte Herzvariabilität, der Herztakt von einem Herzschlag zum anderen. Und der wird gemessen in einem Zeitfenster. Und da gibt es Parameter für das Zeitfenster, was ungünstig ist und was günstig ist. Und das seht ihr immer bei meinen Auswertungen, die ich da grafisch darstelle, in Form von Herzvariabilitäten Training, dass es da einen grünen Bereich gibt, einen blauen und einen roten Bereich. Und natürlich sollte man sich, so weit wie es geht, in dieser Zeit, wenn man dieses Training macht, ist eine Meditation visuell geführt, sollte man sich im grünen Bereich befinden. Dann hat man eine gute Herzvariabilität und diese gute Herzvariabilität sorgt dafür, dass wir innerlich ruhig werden. Und das steht und fällt mit den Gedanken, was wir haben in unserem Gehirn. Und das lässt sich hervorragend trainieren, entweder durch eine klassische Meditation geführt oder natürlich durch eine Meditation, eigengeführte Meditation. Das heißt, dass ich innerlich Blümchen zähle, ruhig bin, versuche meinen Geist frei zu halten von Gedanken, mich auf meine Atmung konzentriere. Ich kann mich hinlegen, ich kann in den Meditationssitz gehen, ich kann eine schöne Musik hören, ich kann Qigong, Klänge, Vogelgezwitscher, Naturgeräusche. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, um dem Gehirn eine Auszeit zu bieten. Und wenn man dem Gehirn eine Auszeit bietet, wirkt sich das auf unser Herz aus. Und wenn so unser Herz ruhig und gelassen schlägt, wenn wir eine angenehme, tolle, harmonische Herzvariabilität, einen harmonischen Herztakt haben, dann geht es uns gut. Wir fühlen uns wohl. Wir haben ein angenehmes inneres Gefühl und wir sind dann danach
energiegeladen. Das heißt, wir haben einfach viel mehr Power, wenn wir es nicht gemacht hätten. So, dann haben wir hier noch Ausdrücke wie Parasympathikus, Sympathikus. Also, das ist im Körper, müsst ihr euch vorstellen, so Schalter, so Knöpfe, wo wir an- und ausschalten mit dem Parasympathikus, beziehungsweise fangen wir mit dem Sympathikus an, das ist das Gaspedal, das ist, wenn wir die ganze Zeit am Rennen sind, feuerfrei und Arbeit und noch mehr Gas und dieses Projekt, dieses Projekt, dieses Projekt, dieses Projekt, auf der Rennstrecke Vollgas, rechts, links, Kurve. Das ist das Gaspedal, das ist der Sympathikus. Ist bis zu einem gewissen Grad gut. Aber ihr wisst ganz genau, wenn wir Rennen fahren wollen mit einem saugeilen Auto, brauchen wir eine Bremse. Denn wenn wir nicht rechtzeitig vor der Kurve bremsen, fliegen wir irgendwann raus. Und das ist ein großes Risiko. Deswegen sollte das Gaspedal und das Bremspedal in einem gesunden Verhältnis dann da stehen. Das heißt, nicht nur Gas geben, sondern auch mal bremsen zum richtigen Zeitpunkt. Das wäre wieder diese Achtsamkeitssache, die Achtsamkeitssache, diese Meditation. Egal in welcher Form. Also Parasympathikus, Sympathikus, Bremspedal, Gaspedal. Deswegen auch immer dieser Ausdruck. Dann nutze ich ganz oft Unitask anstatt Multitask. Was steckt dahinter? Schaut mal. Wir Menschen sind zwischenzeitlich mit einer Vielzahl von Aufgaben betreut, verantwortlich. Das heißt, wir können am Tag mit zig verschiedenen Menschen kommunizieren. Wir können übers Netz kommunizieren. Wir haben Instagram, Facebook, wir haben Telefon, wir haben E-Mails, wir haben direkten Menschenkontakt, wobei das immer weniger wird. Und somit ist unser Gehirn den ganzen Tag mit vielen unterschiedlichen Dingen konfrontiert. Und das kann zur digitalen Reizüberflutung führen, wenn es netztechnisch ist. Also nicht mehr Menschen, sondern wenn es Netz ist, kann es zur digitalen Reizüberflutung führen. So, und jetzt ist es so, wir sind den ganzen Tag Multitask. Manchmal ist es auch so, muss man mehr oder weniger sein, weil man viele Dinge gleichzeitig verarbeiten muss. Und nur Multitask ist dauerhaft nicht gesund. Und Multitask, wer zu viel Multitask ist, begeht viel mehr Fehler, wie wenn er Unitask ist. Da gibt es Tests darüber, dass auch Frauen nicht in der Lage sind, Multitask zu sein. Die können zwar mehr Sachen gleichzeitig machen, aber die Fehlerquelle ist viel zu hoch. Deswegen sollten wir immer wieder Unitask sein. Also Unitask, da fällt's i. Unitask sein. Das sind auch wieder diese Entspannungszeiten. Das ist auch wieder diese Meditation. Das ist Unitask für wen? Für unser Gehirn. Wenn wir bremsen, für wen ist es gut? Für unser Gehirn. Wenn wir eine Herzvariabilitätentraining machen, für wen ist es gut? Einmal für natürlich unser Gehirn und unser Herz, weil die zwei eine Verbindung haben. Und somit habt ihr immer wieder von mir genau dieses Szenario, wo ich erkläre und wo ich ganz viel Wert darauf lege. Warum lege ich eigentlich so viel Wert darauf? Was ist der Hintergrund, dass es mir so wichtig ist? Ganz einfach. Die Psyche, die ist, wenn die mal durcheinander ist, wenn der Gehirnstoffwechsel mal nicht mehr funktioniert, wenn unser Gehirn sich verselbstständigt, das heißt, wenn unser Gehirn Dinge macht, die wir nicht mehr groß beeinflussen können, weil es lange Zeit zu einem Übermaß an digitaler Reizüberflutung, schlechten Schlaf, Stress, schlechte Ernährung, wenig Bewegung, schlechte Herzvariabilität, zu viel Gaspedal und zu viel Multitask, dann führt es dazu, dass wir ein Ungleichgewicht, ein krasses Ungleichgewicht im Gehirnstoffwechsel bekommen. Und dieses krasse Ungleichgewicht im Gehirnstoffwechsel führt dazu, dass viele Menschen nicht mehr arbeitsfähig sind und den Spaß am Leben verlieren, Glück am Leben verlieren und tatsächlich ja, Depression bekommen, Burnout bekommen, Depression bekommen. Und dadurch leiden Firmen, Familien, Kinder, Mütter, Omas, Opas, das gesamte soziale Umfeld leider runter. Wenn Menschen sich ins Ausschießen, wenn Menschen auf einmal, die vorher mit beiden Beinen im Leben gestanden sind, wenn die auf einmal ja, raus sind aus dem Leben, komplett raus, weder Auto fahren können, noch arbeiten können, die sogar 6-8 Wochen weggesperrt werden müssen. Und das passiert immer häufiger. Und als Life-Coach gehört das für mich mit dazu und auch bei meinen Coaches zu mir kommen mit Ernährung, mit Training, gehört es dazu, dass diese Basis bearbeitet wird. Denn nur wenn diese Basis funktioniert, wenn wir hier daran arbeiten, werden sie auch mit einer gesunden Ernährung, werden sie auch mit regelmäßigen Bewegungen Erfolg haben. Denn Menschen, die hier im Aus sind, durch diese Faktoren, digitale Reizüberflutung, wenig bewegen, gutes Essen geht noch, aber wenig Bewegung, schlechtes Essen, noch ganz guter Schlaf, viel Stress, digitale Reizüberflutung. Was passiert da?
Das sind Menschen, die versuchen dann, sich weiter gesund zu sein, die versuchen regelmäßig Sport zu machen, aber was passiert? Sie können es nicht umsetzen. Sie kriegen es nicht hin, sie stressen sich noch mehr. Warum stressen sie sich noch mehr? Weil sie im Moment leer sind. Weil wir erst überhaupt mal dieses Thema bearbeiten müssen, damit sie sich langfristig gesund ernähren können, damit sie sich langfristig intensiv bewegen können, müssen wir dieses Thema bearbeiten. Deswegen ist es mir sehr wichtig, dass ich hier Aufklärungsarbeit leiste. Über meine Kurse habe ich euch schon gesagt. Jetzt kommt der nächste Kurs. Ich werde Motivationstrainerschein nochmal machen, aber einen sehr, sehr ausführlichen. Ich werde mich in dem Bereich weiterbilden, aus dem einfachen Grund, weil das dafür sorgt, dass draußen ganz viele Menschen viel Glück und viel Spaß beim Leben haben und dann auch diesen gesunden Fitness-Lifestyle, diese gesunde Ernährung langfristig umsetzen können und werden. Und dadurch generieren sie für sich, für ihre Familie, für ihr soziales Umfeld, für ihre Firma, für ihre Kollegen ganz, ganz viel Wohlbefinden, ganz viel Glück. Und das ist meine Aufgabe zwischenzeit. Das heißt, die Kombination aus diesem Training fürs Gehirn, dazu die gesunde Ernährung, dazu regelmäßig gesunde Bewegung dazu in einem sehr guten Maß, das Ganze angepasst ans soziale Umfeld von dem Coachy und dann haben wir gemeinsam Erfolg. Genau darauf läuft es raus. Ja, Erfolgserlebnis generieren für meine Coaches und für mich, denn wenn wir Erfolgserlebnisse haben, sind wir motiviert. Wenn wir motiviert sind, bleiben wir am Ball. Wenn wir am Ball bleiben, sind wir motiviert. Wenn wir motiviert sind, sind wir glücklich. Wenn wir glücklich sind, sind wir motiviert. Also immer ein schöner Kreis, der sich immer wieder schließt. Und genau deswegen hier diese Aufgabe und euch jetzt auch mal die Erklärung dargelassen, was denn dahinter alles steckt. Da könnte man noch viel mehr in die Tiefe gehen. Das werde ich auch tun. Ich werde zu diesem Thema in nächster Zeit immer wieder auf der Matte stehen. Ich habe ganz viele VIP-Coaches, denen gehe ich schon seit Jahren auf den Sack, dass sie sich mit diesem Thema beschäftigen. 30% davon setzen auch langfristig um. Und was ist da passiert? Mehr Umsatz, mehr Glück, mehr gesunder Lifestyle, viel Freude in der Familie, in der Firma und natürlich auch in Zukunft einfach viel mehr Spaß am Leben. Und darum geht's uns. So, das war's. Andreas Rienbacher, Mr. T.